Liebe Julia, in Kürze geht es los mit den ersten Statements zu erwarten, Bundeskanzler Karl Nehammer und auch Landeshauptmann Markus Wallner. Ja, ganz genau, lieber Chris. Es wird hier in der nächsten Zeit zu Statements kommen. Die zentralen Themen, das ist natürlich die Ukraine-Krise und auch der weitere Umgang mit den Flüchtlingen. Wir haben uns hier schon postiert und warten auch entsprechend darauf, dass es hoffentlich bald losgehen wird. Angefangen hat die Sitzung heute um 9 Uhr. Ursprünglich hätte es bis 11 Uhr andauern sollen, aber das kennen wir auch schon von anderen Krisensitzungen. Es hat dann doch etwas länger gedauert. Nun das große Warten auf die weiteren Statements, wenn es denn endlich losgehen wird. Mit dabei der Bundeskanzler, aber natürlich auch Vizekanzler Kogler. Kogler, der wollte sich heute nicht äußern. Ein großes und zentrales Thema ist ja auch der Rücktritt des Gesundheitsministers. Auch dazu haben wir bisher noch keinerlei Statement erhalten und hoffen natürlich darauf, auch hierauf noch die ein oder andere Antwort zu erhalten. Und nun, da werden wir uns postieren, um die entsprechenden Statements zu erhalten. Zum einen war es einmal ein wichtiges gemeinsames Wissen sicherzustellen, einerseits auf die Lageentwicklung derzeit in der Ukraine. Ich habe heute in den Morgenstunden mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten telefoniert, der von der bedrohlichen Lage für die Städte berichtet hat. Kharkiv steht unter schwerem Beschuss, die Zivilisten sind eingeschlossen, können derzeit nicht fliehen aufgrund keiner sicheren Korridore, die bis jetzt nicht von der Russischen Föderation gewährt werden. Auch hier wieder unser dringender Appell, dass die jetzt aufgemacht werden, damit das Rote Kreuz tatsächlich einerseits die Menschen versorgen kann, aber auch evakuieren kann. Das ist bis jetzt nicht sichergestellt. Das Zweite ist eine koordinierte Vorgehensweise in der Frage der Energiesicherheit. Die Energieministerin hat mit den Bundesländern einerseits über die Situation jetzt gesprochen und das, wie wir uns in Zukunft für den Winter, nämlich den nächsten, rüsten werden, damit die Energieversorgung für die Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich leben, tatsächlich gesichert ist. Darüber hinaus haben wir uns auch über die Frage der Sicherheit im Allgemeinen, der inneren Sicherheit, genauso wie der äußeren, abgeglichen. Es gibt eine große Übereinkunft darüber, dass wir wieder mehr in die militärische Landesverteidigung investieren werden, aber auch in das Thema innere Sicherheit, genauso wie für die Krisenvorsorge an sich. Gerade in dem heiklen Bereich Erdgas gibt es ja noch kein Krisenvorsorgegesetz. Das wird jetzt rasch beschlossen, um hier auch sicherstellen zu können, dass wir Erdgasmengen für den nächsten Winter auch bevorraten können. Herr Bundeskanzler, gibt es in Österreich eine Regierungsumbildung? Es wird demnächst eine persönliche Erklärung des Gesundheitsministers geben und die gilt es abzuwarten. Ist die für heute angekündigt? Die ist für heute angekündigt. Wissen Sie schon, wie es danach weitergeht? So wie ich sage, wir werden die persönliche Erklärung abwarten und wir sind darauf vorbereitet. Was heißt das, wenn in so einer Zeit der Gesundheitsminister zurücktritt? Das heißt, dass wir immer das tun, was wir den Menschen versprochen haben, redlich und hart weiterarbeiten. Es gibt eine Kontinuität, es gibt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Koalition. Wir sind eng miteinander abgestimmt. Es gibt eine rasche Übergabe, wenn es denn so sein sollte. Aber die Erklärung des Ministers ist jetzt einmal auch abzuwarten. Noch einmal zur Ukraine würde ich gerne noch wissen. Sie haben Militärausgaben für das Bundesheer angesprochen. Wird es da jetzt zusätzlich mehr geben? Und die Gasvorräte, was gibt es da konkret für Aktionen, dass man über den nächsten Winter kommt, falls die Lieferungen doch nicht so sein sollten, wie sie jetzt sind? Also es ist mehrstufig. Es gibt jetzt von militärischer Seite her Sicherheitspakete, die gerade mit dem Finanzministerium verhandelt werden, damit wir rasch auch in einen Investitionsmodus kommen, um die Streitkräfte dementsprechend auszurüsten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es zur Energieversorgungssicherheit eben dieses Bevorratungsgesetz jetzt gibt und dann in weiterer Folge strategisch Gas eingelagert wird, um für den nächsten Winter gut gerüstet zu sein. Herr Landeshauptmann, müssen Sie sich einen neuen Verkehrslandesrat suchen? Also ich möchte zuerst was sagen zur Ukraine, bevor wir da über Regierungsumbildungen reden. Aus Sicht der Bundesländer war es heute wichtig, dass wir uns gut koordinieren. Die Aufgaben sind eigentlich gut verteilt und ich habe auch klargestellt, dass alle neuen Bundesländer hier sehr solidarisch und partnerschaftlich vorgehen werden. In der Krise ist zu helfen. Wer nach Ukraine schaut, sieht die brutalsten Bilder überhaupt. Da läuft ein Angriffskrieg wie im Mittelalter. Also da ist wirklich große Hilfe zu leisten und die Bereitschaft ist sehr hoch, auch der Zivilbevölkerung. Wir haben heute klargestellt, dass wir die Quartiere ausbauen werden. Das wird auf Hochdruck jetzt gehen, auch die Vereinbarungen dazu mit dem Bund die nächsten Tage abschließen. Das ist eine wichtige Aufgabenstellung. Wir arbeiten auch eng mit der Caritas, dem Roten Kreuz, den NGOs zusammen. Aber es bleibt eine Aufgabe der Länder, jetzt auch rasch für notwendige Quartiere zu sorgen. Der zweite Punkt, den ich ebenso sagen möchte, den halte ich für besonders wichtig, die Erdgasversorgung, überhaupt die Energieversorgung, um nicht zu sagen, auch andere Bereiche wie Agrarimporte ansprechen zu müssen. Aber Erdgasversorgung ist wichtig.
Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn die Speicher in Österreich zu 100% gefüllt wären, anstatt zu 18%, dann hätten wir eine Jahresabdeckung für Österreich erreicht. Das heißt, für den kommenden Winter halte ich es für ganz entscheidend, dass man jetzt diesen Schritt setzt. Der Bundeskanzler hat das heute angekündigt, auch die Energieministerin. Und das wird umgesetzt. Das heißt, es kommt ein Bevorratungsgesetz, damit wir die Speicher auf 100% in Österreich auffüllen können. Das wird auch in Europa wichtig sein, in Deutschland etwa, weil auch einige Bundesländer von deutschen Lieferketten abhängig sind. Der Punkt ist uns wichtig, genauso wie die Frage, wie geht es dort langfristig weiter, wie kommen wir weg vom Erdgas insgesamt, Ausbau erneuerbarer Energie in Österreich. Spätestens jetzt wird man erkennen müssen, dass das zu langsam geht. Das heißt, da muss auch mehr Tempo hinein. Das sind die Anliegen der Länder im Wesentlichen gewesen. Ansonsten sind wir bei allen Hilfsaktivitäten mit großer Solidarität mit dabei. Und ich meine, man wird sich auch gemeinsam gegen diese Krise stemmen und alles tun, um der Ukraine zu helfen. Sie sagen, die Flüchtlingsquartiere müssen ausgebaut werden. Das heißt, aktuell gibt es nicht genügend. Nee, es kommt darauf an, was auf uns zukommt. Da ist es uns heute berichtet worden, dass gut 1 Million Flüchtlinge am Weg sind. Das ist schon sehr vieles. Und dass wir uns da auf höhere Zahlen einstellen müssen, als wir es bisher gewohnt waren. Wie gesagt, da gibt es mehrere Möglichkeiten der Reaktion. Zum einen geht es um schnelle Notunterkünfte. Das wird in Österreich kein Problem sein, eine schnelle Notunterkunft aufzubauen. Dafür gibt es auch genügend öffentliche Bereiche. Das wird nicht die Frage sein. Die Frage wird eher sein, wenn die Krise länger andauert und die Menschen nicht rasch zurückkehren können, von dem muss man eigentlich ausgehen. Dann braucht es auch dauerhafte Quartiersmöglichkeiten. Die müssen ein bisschen besser sein, müssen kleiner sein, müssen menschenwürdig sein. Und das ist schon eine Aufgabe, der man sich jetzt massiv widmen muss. Akut heißt das, größere Quartiere schnell zur Verfügung stellen, wenn die Situation eintritt, dass sie gebraucht werden. Und mittelfristig heißt es, die nächsten Monate auch dafür zu sorgen, dass wir weitere Quartiersmöglichkeiten bekommen. Also wir gehen da in einen Zweifel. Aber ich muss das nur auch ergänzen. Der Status eines Ukrainers oder einer Ukrainerin, der die Grenze nach Österreich übertritt, ist grundsätzlich geregelt. Es gibt ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, es gibt Visafreiheit, es gibt eine Aufenthaltsberechtigung von mindestens 3 Monaten. Der Innenminister ist jetzt gerade in Brüssel und verhandelt dort mit den Innenministern, dass wir die Richtlinie des sogenannten temporären Schutzes erweitern und in Kraft setzen werden. Das heißt, dass Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen, hier dann sich aufhalten können, auch den Arbeitsmarkt, der ihnen dann zur Verfügung steht. Das heißt, dass hier rasch Integration möglich ist. Das sind alles die Dinge, die gerade jetzt parallel laufen. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die Menschen in erster Linie durch Österreich derzeit noch immer durchtransitieren. Also das heißt, es gibt große ukrainische Communities in Spanien und in Italien. Das heißt, wir haben zwar eine hohe Zahl an Grenzübertritten, aber wir haben eine geringe Zahl an derer, die jetzt tatsächlich in Österreich bleiben. Was wir tun müssen, ist uns für die Zukunft rüsten, wenn tatsächlich dann diese Kapazitäten auch in den südlichen Ländern bei den Familien, bei den Freunden, bei den Angehörigen erschöpft ist. Übrigens ein Phänomen, das wir in Österreich jetzt auch schon sehen. Das heißt, Ukrainerinnen und Ukrainer gehen mit ihren Kindern zu Familien, die hier schon leben und wohnen. Da ist jetzt wichtig, mit ihnen Verbindung aufzunehmen, für die Kinder rasch auch die Bildung wieder auch ermöglichen und einen Schulbetrieb, einen geordneten Tagesablauf. All das sind die Dinge, die jetzt gerade umgesetzt werden zwischen Innenministerium, Arbeitsministerium, dann wegen dem Zugang zum Arbeitsmarkt und der Integrationsministerin Susanne Raab. Gibt es schon eine Zahl an Menschen, wo Sie wissen, die Zahl an Ukrainerinnen und Ukrainer sind schon über die österreichische Grenze gekommen, die werden circa bei uns bleiben? Also aktuell ändert sich natürlich jeden Tag. Also es gibt ganz wenig Asylanträge, aber es gibt über 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die schon bei Familien untergekommen sind. Herr Landeshauptmann, bitte noch einmal zu Vorarlberg. Geht der Landesrat Rauch nach Wien? Wissen Sie das? Also ich würde heute die Erklärung abwarten, die am Nachmittag kommt, und dann weitere Kommentierungen vornehmen. Wissen Sie, ob der Landesrat Rauch in Vorarlberg bleiben wird? Ich stehe mit ihm im direkten Kontakt, aber ich kann Ihnen zur Stunde nichts bestätigen. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.